Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, ich bin live. Kann das sein? Mal gucken hier. Ob ich live bin. Ob ich live bin und ob ich auch in der Gruppe bin. In unserer Erfolgs-Community entdecke und lebe deinen Seelenplan. Da müssen wir jetzt mal schauen. Auf der Testseite. Genau. Das klappt. Doch Zuschauer mich finden. Wie live. Naja, das schaut gut aus. Ton haben wir auch. Yes. Okay. Sehr schön. Gut. Etwas Verspätung heute Morgen. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Ich bin auch heute hier im Kuscheloutfit, weil ich wollte dich eigentlich mal mitnehmen auf die Terrasse. Wir haben heute so schön Sonnenschein. Ich habe heute Morgen schon kurzärmelig am Strand gehockt und die Sonne genossen. So herrlich. Und deshalb wollte ich das live heute eigentlich mal von unserer Terrasse machen, um dir mal einen anderen Blick hier zu zeigen. ein bisschen Sonnenschein rüber zu schicken. Genau, aber die Internetverbindung, die war zu schlecht. Deshalb bin ich mal kurzerhand wieder gewandert, immer noch im Kuschellook. Und Kommentare kann ich jetzt hier gerade leider nicht sehen, aber ich sehe es einen Zuschauer da. Genau. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zum Sonntag-Live-Event. Zum Sonntag-Live-Event. Wie du mit Ruhe und Gelassenheit neue Wege gehst. Darum darf es heute gehen. Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Mach's dir einfach bequem. Zieh auch Kuschellook an oder vielleicht hast du ja schon Kuschellook an. Und lass uns mal drüber sprechen, wie du jetzt wirklich was verändern kannst in deinem Leben und mit Ruhe und Gelassenheit wirklich neue Wege gehen kannst. Vielleicht kennst du ja dieses Gefühl, das vielleicht sogar schon ein bisschen mulmig inzwischen ist, dass du irgendwie im Untergrund, in deinem Untergrund irgendwo wühlst, um vielleicht auch schon lange wühlst, um unbewusste Ängste und Glaubenssätze zu lösen. Irgendwie hast du auch so das Gefühl, es geht auch ein Stück voran, aber gleichzeitig hast du wieder das Gefühl, es hält dich was zurück. Wie so unsichtbare Gummibänder. Wie wenn die um dich gespannt wären und du hast so das Gefühl, du gehst mal einen Schritt vor und dann wieder zwei zurück oder einen Schritt vor und zwei zurück. Vielleicht kennst du das ja. Ich kenne das alles nur zu gut. Also diese Dinge, die ich dir hier so nenne, ich kenne das alles nur zu gut aus meinem früheren Leben. Und ich bin überzeugt, du hast dir auch schon ganz viel Wissen angeeignet. So viel Wissen, dass du vielleicht manchmal gar nicht weißt, wohin damit. Und dich gleichzeitig auch fragst, bei all deinem Tun, bei all dem Wissen, was du dir angeeignet hast und auch schon ja, umsetzt zum Teil, und trotzdem hast du das Gefühl, vieles hilft bei dir nicht. Und du fragst dich, Entschuldigung, was ist hier los? Warum komme ich nicht voran? Und vielleicht weißt du auch sogar um die Dinge, die ich jetzt heute mit dir teile, weil ich würde mal ganz gerne einen Ausflug machen mit dir in dein Gehirn. Du hast bestimmt schon mal was von Großhirn, von Kleinhirn gehört, von Stammhirn. Und unser Stammhirn mag einfach keine Veränderung. Unser Stammhirn mag einfach keine Veränderung. Bei mir läuft gerade so ein kleiner Film ab aus meinem früheren Leben, wo ich wirklich noch so unglücklich am Arbeitsplatz gehockt habe und andere da draußen beobachtet habe und mich gefragt habe, wie machen die das nur?
die leben frei. Ich habe damals so eine Familie auch ein bisschen verfolgt, damals auf dem YouTube-Kanal. Es war eine sechsköpfige Familie. Und auch einige andere, wo ich gesehen habe, mein Gott, die treffen einfach die Entscheidung, die verlassen Deutschland und halten sich überwiegend dort auf, wo es schön warm ist. Wie geht das? Ich würde das auch gerne machen, ja. Deshalb ist das gerade wie so ein Film vor meinem geistigen Auge so abgelaufen, als ich eben so ein bisschen gestockt habe. Und ich hatte auch so ein bisschen die Ideen, wie ich es machen könnte. Aber eine Instanz in mir, und deshalb sage ich dir ganz offen das, teile ich das mit dir, damit du künftig nicht weiter auch diesen, ja, dich davon abhalten lässt. Ich will jetzt nicht sagen, Fehler machen, das ist so ein Wort. Unser ganzes Schulsystem ist darauf ausgerichtet, Fehler zu suchen. Und in unserem ganzen System geht es viel zu viel darum, Fehler zu finden. Was wäre, wenn es keine Fehler gäbe, sondern einfach nur Lernerfolge? Ja. Da gibt es so eine Instanz in einem, und das kenne ich nur zu gut von mir. Wenn ich dann mal ein bisschen wirklich ernsthaft darüber nachdachte, ich will in meinem Leben jetzt was verändern. Ich will frei leben. Ich will mir nicht mehr den Tag von anderen vorschreiben lassen. Ich will vor allem auch aufhören, jeden Monat zu gucken, wie ich über die Runden komme, sondern ich will stattdessen wirklich auch mal die Geldenergie haben, die es dazu braucht, und mir auch um Geld keine Gedanken mehr machen zu müssen. Und wenn es dann darum ging, so wirklich die nächsten Schritte zu tun, weil ich zum Beispiel jemanden entdeckt hatte, der mir angeboten hatte, jetzt wirklich was zu verändern in meinem Leben, also mich an die Hand zu nehmen, um wirklich von A nach B zu kommen, so ans rettende Ufer, sage ich immer gerne. Dann kamen immer so mulmige Gefühle auf. Dann habe ich angefangen, mir so die Geschichte zu erzählen. Naja, so schlecht geht es dir ja eigentlich auch nicht. Da draußen gibt es Menschen, denen geht es ja noch schlechter wie dir. Jetzt mach mal so ein bisschen halblang und guck mal erst. Guck mal erst, ja. Oder es kam so die Geschichte vorbei, ob jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ist. Jetzt sind die Kinder ja noch so klein und ja, jetzt da in mich zu investieren und mir wirklich die Hilfe zu holen und, und. Also eine Vielzahl von Geschichten, die du wahrscheinlich auch kennst. Und was ich damals nicht erkannt habe, deshalb sage ich das dir hier jetzt heute Morgen so offen, ist, dass mein Kleinhirn, mein Stammhirn, gesiegt hatte und mir es ausgeredet hatte, wirklich den Weg meines Herzens zu gehen. Weil unser Stammhirn einfach keine Veränderung mag. Da gibt es eine Instanz in uns, die sagt, ja, ich würde gerne andere Resultate in meinem Leben haben. Ich würde gerne anders leben. Ich hätte gerne meine Kinder mit im Boot. Ich hätte gerne die Familie mit im Boot. Ich hätte gerne eine wunderbar erfüllte Partnerschaft. Und wenn wir dann so in der Richtung so Fünkchen haben und sagen, yeah, und spätestens wenn wir ein, zwei Nächte drüber geschlafen haben, hat das Stammhirn gesiegt. Und gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Warum? Weil unser Stammhirn einfach, und das ist in unseren Genen unerschütterlich drin, keine Veränderung mag. Unser Stammhirn mag einfach keine Veränderung. Das will das Gewohnte, das will Referenzpunkte, das will Dinge klar berechnen können von A nach B, das will das logisch nachvollziehen können, das will Garantien haben, dass es funktioniert und. So diese ganze Schoße. Und das ist das, was ich jetzt auch bei ganz, ganz vielen Menschen gerade jetzt auch beobachte. Ich bringe dir ein Beispiel. Ich habe ja so ein kleines Programm, so eine kleine Anleitung, wo du mit 8 Symbolen deine Seelensprache erkennen kannst.
Und da das selbst nicht so einfach zu deuten ist, ich meine, ich bin schon so lange jetzt in der Richtung unterwegs, deute ich das auch immer sehr gerne mit demjenigen dann, das ist eine kostenfreie Anleitung, weil ja, sonst müssten wir ja erstmal noch in der Richtung in ein kleines Studium reingehen, um die ganzen Symbole zu deuten. Deshalb biete ich das gern kostenfrei an. Und dann ist wirklich jeder immer so erstaunt, welche Botschaften sie oder er, meistens Frauen, sieht man ja auch hier in der Gruppe, also das sind ja hier überwiegend eine Frauenrunde, aber auch die Herren der Schöpfung sind natürlich herzlich willkommen. Dann spricht die Seele eine ganz, ganz klare, exakte Botschaft. Und dann ist man erstaunt, was man da zu Papier gebracht hat. Wie klar die Seele einen über so einen Bleistift mit einer Anleitung hat, Symbole auf gewisse Art und Weise auf ein Papier zeichnen lassen. Und wenn ich das dann mit denjenigen deute, dann ist man immer erstaunt, wow, was da alles aus mir spricht, was für eine tiefe Weisheit in einem verborgen ist, wenn man mal aus dem Kopf rausgeht und wirklich dem Herzen, dieser tiefen inneren Weisheit, diesen Botschaften da folgt. Und das jetzt mal an dem Beispiel mit den 8 Symbolen. Und dann kommt es tatsächlich so zu dem Punkt, wie ich das ja auch nur zu gut von mir früher kenne. Deshalb, sorry, wenn dich das jetzt vielleicht ein bisschen triggert. Und nicht sorry, weil es dich triggert, weil vielleicht je mehr es dich triggert, umso mehr denkt es in dir, hey, jetzt begib dich doch endlich mal auf deinen Herzensweg. Und dann ist so ganz subtil das Stammhirn, das auf eine völlig logische Art und Weise dann erklärt, warum es dann jetzt doch noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Egal welche Begründung, das klingt so logisch. Das klingt so logisch, dass wir natürlich den Eindruck haben, wir haben es uns selbst erklärt. Egal welche Walze da aufkommen. Und merken dann wieder, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, jetzt haben die Gummibänder mich zwar so kleine Schritte vorgehen lassen, Erkenntnisse bekommen, und dennoch bin ich immer noch nicht dort, wo ich hin möchte. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das weißt. Das ist ganz wichtig, dass du das weißt, dass du in den Momenten durchatmest. Und wie mache ich das? Ich sage mir dann selbst, oh, es ist ja interessant, dass eine Instanz in mir, sprich, das Stammhirn, mir jetzt wieder erzählen will, warum jetzt doch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Auf eine völlig logische Art und Weise. Und frag mich dann einfach, was will oder wollte ich selbst denn eigentlich wirklich? Damit ich mich wieder an diese Ideen erinnere, die ich hatte, bevor mein Stammhirn mir wieder erzählt hat, auf eine völlig logische Art und Weise, warum es jetzt doch nicht so gut ist. Den nächsten Schritt zu gehen, wirklich zu springen, wirklich mir jemanden an meine Seite zu holen, mir da den Weg zeigen zu lassen von A nach B. Ja, um endlich andere Resultate im Leben zu erzielen. Was da tatsächlich hilft, ist das zu erkennen, zu atmen, mal auszuatmen, mal kurz die Augen zu schließen und dir selbst wirklich mal zu sagen, okay, danke, ich habe den netten Versuch jetzt erkannt, aber ich stehe jetzt dafür nicht zur Verfügung. Ich folge jetzt meinem Herzen, ich folge jetzt dem Ruf meiner Seele und gehe jetzt da durch, weil ich ganz genau weiß, hinter meiner größten Angst steckt auch mein größtes Potenzial. Da wartet das Leben auf mich, wo ich eigentlich gerne hin möchte. Und wenn du zu denjenigen gehörst,
wie ich in meinem früheren Leben ja auch, ich wusste oftmals gar nicht genau, wo ich hin will. Ich erinnere mich noch gut, als zum ersten Mal einer meiner damaligen Mentoren, ich habe bis heute Mentoren an meiner Seite, weil ich mich ja auch immer noch weiterentwickeln möchte. Das ganze Leben ist ja Weiterentwicklung. Der zu mir sagte, jetzt beginn doch mal ganz groß zu träumen. Dachte ich, hey, gib mir mal ein paar Anhaltspunkte dazu. Was heißt groß träumen? So sehr lagen Themen schon über mir, Schleier. Ich habe das immer so wahrgenommen wie so ein Damoklesschwert, die mir gar nicht mehr erlaubt haben, wirklich meine kühnsten Träume auszupacken und zu beginnen, mal wieder von einem Leben zu träumen, wie ich es eigentlich gar nicht wollte, weil ich selbst die Klarheit nicht hatte. Und wenn es dir auch so geht, dass du gar nicht so genau weißt, was du willst, dann schreib dir einfach mal auf, was du alles nicht mehr haben möchtest, weil da kannst du bestimmt ganz viele Dinge zu Papier bringen. Beruflich, privat, auch gesundheitlich. Vielleicht ist es ja auch bei dir schon so, wie das bei mir früher auch war, dass deine Seele dir über deinen Körper auch schon so einiges an Botschaften schickt, um dich darauf hinzuweisen, jetzt korrigier doch mal. Seien es Themen wie Probleme mit der Haut, sprich Neurodermitis, seien es Schulter-Nacken-Probleme, Verspannungen im Schulter-Nackenbereich. Selbst wenn dein Gehirn dir das logisch erklärt, das ist, weil du den ganzen Tag am Schreibtisch hockst oder keine Ahnung was. Das sind alles nette Versuche, wo dein Stammhirn dich davon abhalten will. Weil ich sitze heute ja auch manchmal, wenn irgendwelche Projekte anstehen, auch relativ lange, noch nicht mal an einem Schreibtisch, der ergonomisch ausgerichtet ist, geschweige denn auf einem Stuhl, der ergonomisch ausgerichtet ist, wie ich das früher hatte, als ich noch im Büro gearbeitet habe. Und da hatte ich ganz, ganz heftig Schulter-Nacken-Probleme. Warum? Weil das einfach etwas war, was nicht mal mir selbst entsprochen hatte. Also daran merkst du, wie subtil auf eine logische Art und Weise das Stammhirn selbst da einem erklärt, ja, das ist ja jetzt so, weil. Oder auch Wechseljahrsprobleme, ist genau das Gleiche. Das ist ja jetzt so, weil ich jetzt einfach vom Passalter her, weil der Hormonhaushalt sich umstellt. Das heißt ja nicht, dass man deshalb muss Herausforderungen mit Wechseljahren haben. Oder was hatte ich noch so an Themen? Also Neurodermitis, Asthma war ein Thema in meinem Leben. Schulter, Nacken, Magenprobleme. Ischias-Probleme. Regelmäßig hat die Hexe mich geküsst. Ja? Also Richtung Bandscheiben. Auch ein Thema gewesen. Und. Ich könnte so eine ganze Liste jetzt hier aufzählen. Das waren alles Botschaften, weil die Seele ist da sehr kreativ. Du bist ja mal hierher gekommen mit so einem Rucksack, so einem unsichtbaren Rucksack. Nenn's gerne deinen Seelenplan, deine Lebensaufgabe, den wahren Sinn deines Lebens gleich wie. Und je länger wir da und je mehr wir auch fortschreiten von unserer wahren Aufgabe, umso kreativer wird unsere Seele und schickt uns Botschaften in Form von körperlichen Disharmonien. Ich nenne das bewusst jetzt Disharmonie. Bei mir war irgendwann mal noch so eine Stimme da, die mir sagte, so ganz subtil, wenn du so weitermachst wie bisher, dann schicke ich dir auch noch die Diagnose Krebs. Und das war so der Weckruf, wo ich mir gedacht habe, nee, darauf kann ich jetzt wirklich verzichten. Ich lausche jetzt auf dich. So, schau einfach mal, wenn bei dir schon so viele Dinge in dir vergraben sind, wo du dir schon gar nicht mehr erlaubst, groß zu träumen oder dir die Geschichte erzählst. Naja, ich bin ja gar nicht so anspruchsvoll. Wenn ich so ein bisschen mehr Geld im Monat hätte und so ein bisschen mehr Freiheit im Monat hätte oder tagsüber, dann ist es ja schon gut. Das sind ja alles Muster und Prägungen, Begrenzungen, wo Schleier in dir sind, wo Themen in dir sind, wo
aus der Kinderstube, woher auch immer, die dich denken lassen, naja, ich habe nicht das Allerbeste verdient, das brauche ich ja nicht, ich darf mich ja oder muss mich mit ein bisschen weniger begnügen, weil, weil, weil. Ja, also schreib da einfach mal auf die Dinge, mach da gerne mal so eine 50er-Liste, die Dinge, die du gerne künftig anders hättest, wo du sagst, das ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Und zwar sowohl beruflich, privat als auch gesundheitlich. Und dann gehst du die Liste nochmal durch und kehrst das einfach um. Schreibst einfach mal das Gegenteil von dem auf. Und dann bist du schon mal deinem idealen Leben viel, 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 viel näher, weil du dann schon mal viel mehr Klarheit hast, wo darf denn die Reise hingehen. Und dann kannst du das zusätzlich, damit der Kopf, der Denker, das Stammhirn noch so ein bisschen mit im Boot sind, das auch mal formulieren, wenn alles für mich möglich wäre, dann würde ich tagsüber das machen, dann würde ich mich hellwach, topfit und voll guter Energie fühlen. Dann würde ich, keine Ahnung, auch reisen. Und das geht auch. Also auch in der jetzigen Situation. Es ist nicht verboten, irgendwie zu reisen, sondern du kannst reisen. Du kannst jederzeit die Entscheidung treffen, von A nach B zu fliegen, zu reisen, den Wohnort zu wechseln, was auch immer. Es sind alles immer nur die Geschichten im Kopf, die einem erzählen, das geht jetzt nicht, weil. Ja, und das kannst du so ein bisschen umgehen, indem du mal aufschreibst, wenn alles für mich möglich wäre, dann. Und dann nimmst du einfach mal so die Punkte, die du in dieser 50er-Liste zusammengetragen hast. 30 reichen auch schon, aber setz mal 50 an, umso mehr Material hast du. Und dann schreibst du mal auf, wie dann dein Leben sich verändern würde. Dann hast du schon mal ein bisschen mehr Klarheit dazu. Und dann geht es natürlich darum, ganz, ganz wichtiger Aspekt, aufzuhören, genauso zu denken wie bis eben. Weil mit unserem Denken, mit unseren Gedanken als Basis erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. Es ist immer, immer, immer erst der Gedanke da. Wenn du dich in deiner Wohnung umschaust, egal ob du ein Möbelstück anschaust, einen Tisch, einen Schrank oder einen Sessel oder was auch immer, bevor der entstehen konnte, hatte irgendjemand den Gedanken, dieses Teil so zu designen, hat das zu Papier gebracht und dann kamen andere dazu, die das Ding dann produziert haben. Das Haus, in dem du dich befindest, da hatte irgendjemand mal die Idee, wenn du es nicht selbst gebaut hast, dann waren es andere, die Idee hatten, auf diesem Grundstück ein Haus bauen zu lassen, genau in diesem Format. Es ist immer, immer erst der Gedanke da, bevor im Außen etwas zur Materie, sprich zur Wirklichkeit, werden kann. Genau. So, und deshalb ist es so ganz, ganz wichtig, dass du auch beginnst, so zu denken jetzt schon, wie wenn du in deinem neuen Lebenshaus wohnst, in deinem neuen Leben angekommen bist, um es jetzt mal metaphorisch zu sprechen. Weil mit dem gleichen Denken, ich glaube, Albert Einstein hat das mal gesagt, mit dem gleichen Denken wirst du immer gleiche Resultate erzielen. Mit der bisherigen Denkweise sind entsprechende Handlungen einhergegangen. Vieles sicherlich auch unbewusst. Deshalb ist es im Übrigen auch so wichtig, dass du jemanden an deiner Seite hast, der dich von A nach B auch führt. Nur dann kannst du ja beginnen, anders zu handeln und kannst andere Resultate in deinem Leben erzielen. Ergibt das Sinn, ihr Lieben? Ergibt das Sinn? Lass mir mal ein Herzlein da. Oh, Madeleine ist mit dabei. Die Melanie, wunderschönen guten Morgen. Barbara, guten Morgen. Sehr schön. So, also du darfst beginnen, stabil anders zu denken, damit du auf eine andere Art und Weise handelst. Und da, ganz ehrlich, ich habe es viele Jahre versucht, ohne einen Mentor an meiner Seite, als ich mir Hilfe geholt hatte. Das hat wirklich alles verändert. Weil ansonsten habe ich mich die Jahre zuvor, ich gebe dann ein metaphorisches Bild mit auf den Weg, so verhalten, wie so eine Fliege auf der Fensterbank. Ich habe immer, was macht die Fliege auf der Fensterbank?
die versucht durch die Glasscheibe durch. Immer Dong, Dong, Dong. Ja, so macht das. Kennst du wahrscheinlich vom Sommer noch, ne? Wenn da Fliegen auf der Fensterbank sich verirrt haben. Man hört, wie die immer gegen die Scheibe knallen. Und was passiert mit der Fliege irgendwann? Fliegt auf der Fensterbank. Das war's. Ein paar Zentimeter nebenan war die offene Tür oder das offene Fenster. Aber sie hat sich den Weg nicht zeigen lassen. Immer wieder versucht. Und das ist das, was wir im übertragenen Sinne machen, wenn wir immer das Gleiche denken und dann erwarten, dass wir andere Handlungen, dass wir andere Handlungen, sprich andere Resultate in unserem Leben aber, erzielen. Und jetzt würde ich dir gerne noch bitte was mit auf den Weg geben. Wie oft Wahrheit geht es dir vielleicht schon nicht so gut? Es sind Tränen geflossen. Du hast dir die Geschichte erzählt, ich krieg das nicht auf die Reihe. Warum hilft bei mir vieles nicht? Vielleicht hast du manchmal auch so das Gefühl, dass du gar nicht so richtig weißt, wohin mit dir selbst. Vielleicht hast du sogar so die Ideen und die Gedanken, ich muss erstmal noch in der Ahnenreihe wühlen und Blockaden aus der Ahnenreihe lösen. Ich spüre da so tiefe innere Widerstände, so uraltes Zeug. Das muss jetzt erstmal noch gelöst werden. Und gleichzeitig versuchst du deine Talente und Fähigkeiten, zum Teil weißt du es, zum Teil weißt du es vielleicht gar nicht so klar, was deine Talente und Fähigkeiten sind. Auch noch mit irgendwo zu integrieren. Du willst Klarheit gewinnen, was wirklich so dein eigenes Ding ist. So, worauf wollte ich jetzt hinaus? Wir waren bei der Fliege auf der Fensterbank. Solange wir uns Geschichten erzählen, und die erzählen wir uns ja selbst zum großen Teil, gibt es kein Vorankommen. Und schau mal, das größte Geschenk, was wir alle, was du auch mitbekommen hast, das ist dein Leben. Das größte Geschenk, was du mitbekommen hast hierher, das ist dein Leben. Und was für ein Wunderwerk bist du? Du bist in Wahrheit ein unendlich großes Wesen, das diesen physischen Körper hat. Du bist ein Teil dieses großen Ganzen. Du hast Zellen und Organe, die zu jeder Zeit ganz genau wissen, was zu tun ist. Wenn du was trinkst, wenn du was isst, wenn du dich bewegst, wenn du aufstehst. Du musst nicht drüber nachdenken, wie du atmest. Du musst nicht drüber nachdenken, wie dein Herz schlägt. Wenn du den Impuls hast, nach einer Tasse zu greifen, gut, das hat ein bisschen Übung gebraucht, als kleines Kind das zu üben, aus dem Glas zu trinken und die Gabel in den Mund, an den Mund zu führen. Aber du denkst gar nicht mehr drüber nach. Alles ganz normal. Was für ein Wunderwerk dieser Natur bist du und glaubst gleichzeitig, dass du keine Wunder bewirken kannst. Darf ich dich dazu einladen, dich davon mal zu lösen, dass es dir nicht möglich ist, Wunder zu erschaffen, wo du doch selbst das Wunder bist? Auch wenn das für uns so unvorstellbar groß ist, wenn wir dann mal hören, du bist ein Teil des Ganzen, du bist ein Teil Gottes, du hast einen göttlichen Kern, um es jetzt mal so auszudrücken. Alles ist für dich möglich, sobald du dir es erlaubst. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich dir auch noch gerne mit auf den Weg geben.
Hol dir jemanden an deine Seite, der oder die dort ist, wo du hin möchtest. Und lass dir von so jemandem auch den Weg zeigen und lass dich begleiten und spring mit von da nach da nach da. Hol dir da Impulse, hol dir da Impulse, hol dir da Impulse. Weil dann geschieht wieder das Gleiche, was ich aus meinem früheren Leben auch kenne. Ich habe mich so gefühlt, wie wenn ich auf dem Boot hocke, auf dem See, überall Impulse hole, aber keinen Plan habe, wo das rettende Ufer ist. Und immer wieder in andere Energien eintauchen. Statt bei mir selbst zu sein und mir wirklich glasklar die Anleitung geben zu lassen, jemanden an meiner Seite zu haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil nur diejenigen, die dort sind, wo du hin möchtest, die können ja dir ja auch den Weg dahin zeigen. Kommen wir auch noch zu dem nächsten Punkt. Diese gut gemeinten Ratschläge von außen, das ist wirklich gut gemeint vom Umfeld. Es ist kein böser Wille, dass sie dir Dinge ausreden wollen, aber auch dafür musst du nicht zur Verfügung stehen. Du musst das nicht aufnehmen. Finde deine eigene Wahrheit in dir selbst und erlaub dir auch zu denken oder dir die Frage vielmehr zu stellen, wie kann es jetzt leicht gehen? Wie kann es jetzt gehen? Und hör auf zu denken, es ist schwierig. Weil, dass du jetzt gewisse Situationen in deinem Leben hast, die du als schwierig bis eben empfindest, da sind wir wieder bei den Gedanken, da sind wir wieder bei den Handlungen und das führt wieder zu den Resultaten. Wie kann es jetzt leicht gehen? Wie kann ich jetzt was verändern? Und stell keine Warum-Fragen. Warum ist das so? Warum bin ich immer noch nicht weiter? Warum habe ich immer noch nicht andere Resultate? Du bekommst keine sinnvolle Antwort darauf. Und da ist sogar unser Stammhirn manchmal so aktiv, dass es uns sogar versucht, die Geschichte zu erzählen. Macht ja eh keinen Sinn. Nutzt alles bei mir nichts. Ich komme da eh nicht weiter. Das ist wirklich Bullshit. Wir alle sind auf dem gleichen Weg hierher gekommen und wir alle haben ein ganz, ganz großes Geschenk mitbekommen, unser Leben. Und wie gehen wir damit um, wenn wir uns so verhalten wie so eine Fliege? Wie wäre es, wenn es nicht darum ginge, noch ewig in der Ahnenreihe oder im früheren Leben oder in ollen Kamellen von gestern rumzuwühlen, sondern ab jetzt begebe ich mich nur noch auf diesen Weg, bin absolut in der Beobachtung meiner selbst, sorge dafür, dass ich stabil so denke, weil mit meinem Denken komme ich automatisch auf eine andere Art und Weise ins Handeln und erziele automatisch dann auch andere Ergebnisse. Und wenn zwischendrin Steine im Weg aufkommen oder Brocken oder kleine Felsen, dann gehe ich drumherum und wenn ich einen Mentor an meiner Seite habe, die mir dann immer wieder die Krone aufrichtet, dann geht es sowieso viel leichter. Mit anderen Worten, erlaube dir, deinen Traum zu leben, statt weiter auch davon zu träumen, wie es ist, wenn. Erlaube es dir. Und nie war der Zeitpunkt so gut wie jetzt, weil wir einfach so eine besondere Situation haben, wo sich das Geschenk drin verbirgt, wenn du es denn erkennst, so nach dem Tenor jetzt erst recht. Du brauchst dich niemals irgendwelchen Situationen ausgeliefert zu fühlen. Niemals. Jeder von uns erschafft sich seine eigene Lebenswirklichkeit. Und ich merke das gerade in der jetzigen Situation mehr denn je. Ich meine, hier auf Zypern gibt es auch so ein paar Regularien. Ich habe das gestern wieder so krass gemerkt. Die mentale Ausrichtung ändert wirklich alles. Und das ist auch für dich möglich. Und das ist vor allem auch für dich möglich, wenn du
Wenn du es jetzt einfach mal einfach haben möchtest, wenn du eine Anleitung haben möchtest, wie du das machen kannst, wie du alles umsetzen kannst, damit du wirklich andere Resultate mal in deinem Leben erzielst und aufhörst zu träumen von dem dünnen Leben. Wie auch immer das für dich ausschaut. Vielleicht willst du auch auswandern, vielleicht hättest du gerne eine andere Wohnsituation, vielleicht ja, willst du einfach tagsüber beruflich die Dinge machen, die dir wirklich am Herzen liegen. Vielleicht bist du ja auch schon selbstständig und es läuft irgendwie noch nicht so rund. Was ich da immer beobachte, wenn Menschen den Weg zu mir finden, die ich begleiten darf, wenn die Selbstständigkeit nicht so rund läuft, wie sie sich es eigentlich wünschen, es liegt immer an zwei Dingen. Entweder fehlt die Klarheit dazu, was wirklich der Sinn des Daseins ist, der Lebensaufgabe dem Seelenplan entspricht, und sie nicht wissen, wie sie all ihre Talente, Fähigkeiten, vielseitigen Interessen zu einem großen Ganzen zusammenpacken. Oder es ist einfach noch eine gewisse Scheu, Zurückhaltung da, weil auch da das Stammhirn wieder zu aktiv ist und die Geschichte erzählt. Das machen wir auf gar keinen Fall, dass wir die Bühne unseres Lebens betreten. Es liegt immer an diesen beiden Dingen. Und wer kann dich daran hindern? Wahrheit, wer kann dich wirklich daran hindern, dich für dein freies Leben zu entscheiden? Erstens mal, wer kann die Entscheidung für dich treffen? Nur du, niemand anderes. Wer ist die Gefühlemacherin, der Gefühlemacher? Auch du, niemand anderes. Wir alle haben so einen freien Willen mitbekommen. Wir können jederzeit neu wählen, wir können jederzeit neue Entscheidungen treffen. Und was da natürlich nicht förderlich ist, ewig noch zurückzublicken. Was war gestern, was war vorgestern, was war in meinem früheren Leben? Sondern dich wirklich auf den Weg dahin begeben und dich bei allem, was du tagsüber denkst, tust und handelst, dich zu fragen, ist das jetzt wirklich förderlich, dieser Gedanke, dieses Handeln? Bringt mich das wirklich dorthin, wo ich hin möchte? Und da darfst du auch schon mal dir auch bewusst machen, wie vieles du schon in deinem Leben wirklich erreicht hast, wie sehr du schon weitergekommen bist. Also auch aufhören, dich zu verurteilen. Nur wenn du es jetzt wirklich mal leichter und einfacher haben möchtest, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, dich begleiten zu lassen. Und zwar individuell begleiten zu lassen. Also nicht irgendeinen Kurs zu kaufen, irgendein Programm oder was zu holen und da auf dich selbst gestellt zu sein, sondern so, wie wir es im Soulmate Live ja gemeinsam machen. Ich habe ja eben gesehen, die Madeleine, unsere wunderbare Tochter, die du ja wahrscheinlich auch kennst, wenn du hier schon sonntags mit dabei warst. Wir haben ja jetzt schon zwei Lives in den letzten 2 Wochen hier gemeinsam gemacht. Das ist so fantastisch, was Madeleine und ich da auf die Beine gestellt haben. Auch hinter den Kulissen in der Akademie gibt es ja auch ein Team, die ja auch an deiner Seite sind, wo wir dich 8 Monate ganz intensiv begleiten. Wenn du es einfach haben möchtest, ja? Also, Einladung an dich, mach dir bitte nochmal bewusst, wo willst du wirklich hin? Wenn dir da die Klarheit fehlt, dann schreib einfach mal die Dinge auf, was du nicht mehr haben möchtest und kehr das einfach um und verfass das mal in so einen Text. Wenn alles für mich möglich wäre, dann hast du schon mal mehr Klarheit. Und wisse, wenn dann so die Gedanken aufkommen, die total logisch klingen, warum es jetzt doch nicht richtig der Zeitpunkt dazu da ist, dann wisse, dein Stammhirn will dich davon abhalten. Und das ist natürlich immer eine Wahl. Das ist auch nicht unbedingt ein Fehler, sich vom Stammhirn abhalten zu lassen. Nur letzten Endes, ich habe eben so gesagt, das Wertvollste, was wir haben, ist nun mal das Leben, das größte Geschenk. Das haben wir mitbekommen hierher. Und das ist nun mal endlich. Das unendlich große wahre Wesen, das du bist, das mag schon viele frühere Leben gehabt haben und mag auch noch viele weitere Leben haben. In der Palmblatt-Bibliothek hat man mir mal gesagt, ich habe noch 3 Leben.
Ja, okay. Aber im jetzigen Körper lebe ich jetzt. Und wenn ich jetzt doch schon mal die Möglichkeit habe, so zu leben, wie ich es gerne hätte, für mich, für die Kinder, für die Familie, dann war es für mich einfach irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch logisch zu sagen, dann mache ich das doch jetzt. Was weiß ich, was im nächsten Leben nochmal, was ich da an Seelenplan, an Lebensaufgabe mitbringe. Also für mich war das irgendwo auch logisch. Und das würde ich dir auch gern mit auf den Weg geben. Wir können alles zurückdrehen, nicht zurückdrehen. Wir können alles aus der Vergangenheit lösen. Aber es macht keinen Sinn, noch die nächsten Jahre in der Vergangenheit rumzuwühlen. Aber wir können eines nicht, wir können keine Zeit zurückdrehen. Was heute Morgen war, das ist schon vorbei. Das kannst du nimmer zurückholen. Was gestern war, was vorgestern war. Und bitte, da geht es auch jetzt nicht darum, irgendwo mit dir in den Krieg zu gehen, in den Unfrieden oder Schuldgefühle oder irgendwas zu haben, sondern du kannst dich jetzt neu entscheiden für dein Leben. Und mit wie viel mehr Ruhe und Gelassenheit, wenn du dir es wirklich erlaubst, dich begleiten zu lassen, kann das dann viel, viel schneller zur Lebenswirklichkeit werden. Erlaubst dir, es ist das Wertvollste, was du mitbekommen hast, ist dein Leben. Und wenn du Kinder hast, wie viel mehr kannst du ihnen da auch mit auf den Weg geben, dass sie auch den Mut haben, ihrem Herzen zu folgen und nicht die gleichen, ja, Fehler machen oder dich nachahmen, um dann irgendwann festzustellen, hey, so wollte ich mein Leben ja eigentlich nicht leben. Weil das ist doch das, was wir als Mama eigentlich gar nicht haben wollen. Die Melanie ist übrigens auch in der Akademie mit an deiner Seite. Schreibt gerade, oh ja, der lieber gewohnte alte Kram. Genau. Ja, ihr Lieben, also, Soulmate Live. Ups. Soulmate Live, zusammen mit der Madeleine entstanden, ein 8-monatiges Programm, wo wir dich wirklich sehr intensiv an die Hand nehmen. Und du wirst mit diesem Programm unweigerlich auf der Bühne deines Lebens ankommen. Das geht nicht anders. Es sei denn, du setzt nichts um. Aber auch das geht kaum, weil du uns auch da an deiner Seite hast und so den kleinen Tritt in den Popo auch schon mal kriegst, damit die Dinge auch umgesetzt werden. Deshalb begeistert mich dieses Programm so sehr, was da zusammen mit der Madeleine entstanden ist. Und bitte, bitte wisse, es ist so viel mehr für dich möglich als das, was du bis eben für möglich gehalten hast. Und erkenne diese Botschaften deiner Seele, wenn sie dir schon Disharmonien schickt über den Körper. Wenn du vielleicht auch schon mal die 8 Symbole mitgemacht hast und da schon mal klar deine Sprache, deine Seelensprache erkannt hast und auch schon gestaunt hast, wow, was habe ich da auf der unbewussten Weise zu Papier gebracht, weil ich mal außerhalb meines Gehirns, des Denkers, des Verstandes mich einfach mal drauf eingelassen habe. Das Wertvollste, was du hast, ist dein Leben und nimm es als Geschenk an. Lass diesen Diamanten, der in dir verborgen ist, diesen großartigen Schatz, dein Potenzial, deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Stärken, die dir bewusst sind oder auch noch nicht so bewusst sind. Das ist auch etwas, was wir auch im Soulmate Live gemeinsam mit dir entdecken und entfalten und entwickeln. Also du wirst dein inneres Strahlen zum Leuchten bringen, nach außen bringen. Pack diesen Diamanten aus und lass ihn nicht einfach weiter irgendwo stehen und mach nichts damit. Du hast das Allerbeste verdient. Erlaub es dir. Ja? Und mit wie viel mehr Ruhe und Gelassenheit kannst du dann in dem Leben ankommen, wo du hin möchtest und rückblickend sagen, wow. Es war wirklich die allerbeste Entscheidung, die ich, das haben wir heute, am 6. Februar 2022 getroffen habe.
Es ist alles in dir verborgen, was es braucht. So viel mehr an Wissen und an Weisheit. Erlaubst dir es auszupacken. Und so in der Richtung, das hat was ganz viel mit Selbstliebe zu tun, mit Selbstwert, mit Selbstbewusstsein, dass du dir auch erlaubst, viel mehr so zu sein, wie du in Wahrheit bist und auch aufhörst, dich zu verbiegen, es anderen gerecht zu machen. Du musst es einer einzigen Person in deinem Leben gerecht machen, dir selbst. Und wie viel mehr bist du dann tatsächlich der Beitrag für andere, sei es deine Familie, sei es deine Kinder, sei es dein Partner, wer auch immer, sei es Tiere, sei es die Welt überhaupt oder welche Projekte du da als Ideen schon hast oder entwickelst, wie viel rascher kannst du da wirklich der Beitrag sein, den du sein möchtest? Es geht. Kleiner Aufruf nochmal, damit du auch nicht zurückdenkst. Das waren auch so klare Bilder und Gedanken, die in mir mal aufgekommen sind. Vor allem, als ich so am Sterbebett von meinem Papa saß und gedacht habe, wow, wenn bei mir jetzt der Zeitpunkt da wäre, wieder zu gehen, dann würde ich denken, hätte ich doch nur. Und wenn es dir auch so geht, dass du zurückblicken möchtest und auch denken möchtest, so wie ich auch, es hat ein paar Jährchen gedauert, aber ich habe die Kurve gekriegt. Ich bin noch meinen Weg gegangen. Ich habe meinen Seelenplan noch erfüllt. Ich war noch der Beitrag für diese Welt. Und wie viel mehr kannst du wirklich der Beitrag sein, wenn du heute dich, für dein Potenzial, für deine Gaben und Stärken wirklich entscheidest und für diese Gedanken, die aus dem Stammhirn so ganz logisch da kommen, nicht mehr zur Verfügung stehst, sondern die Chefin im Kopf wirst, der Chef in deinem Kopf wirst und bewusst beginnst, stabil das zu denken, wie du es gerne hättest. Bewirb dich zum Soulmate Live. Ich poste dir den Link rein und lass uns da einfach mal unter vier Augen sprechen. Und wie oft hast du schon überlegt, bewerbe ich mich nicht? Vielleicht warst du ja auch schon mal im Gespräch mit mir oder mit jemandem aus dem Team. Und was hat sich inzwischen getan? Es sei denn, du hast dich entschieden, in die Akademie zu kommen und ins Soulmate Live. Da sind wir wieder bei den Gummibändern. Mit anderen Worten, du musst ins Soulmate Live springen. Bewirb dich. Also, hab noch einen schönen Tag. Danke für dein Sein, für deine Zeit hier. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.